Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier einiges umgebaut. Wir haben hier den Tunnelsystem gebaut, wir haben hier hinten umgebaut. Überall entstehen neue Sachen und verändert sich etwas. Hier haben wir auch den Bahnhof angepasst. Die Produktionsstätte haben wir lustigerweise gleich gelassen, aber was wir heute sicherlich machen werden, ist hier ausbauen. Ich will diese Produktionsstätte anlaufen kriegen. Ich will hier bauen, Leute. Bauen, bauen, bauen. Und deswegen gehen wir von Pause auf Voll-Karacho-Schub. Immerhin haben wir einige Züge hier unterwegs, die fahren müssen. Und währenddessen können wir bauen, bauen, bauen. Und dafür muss hier ordentlich Schnitzer abgehoben werden. Ich weiß noch nicht genau, wie groß das ganze Gebiet werden muss, aber ich hätte es schön groß gerne. Wir können auch jetzt mal dadurch, dass wir wissen, dass man das machen kann, beziehungsweise wir das hier ausheben können, heben wir hier einmal das Wasser aus. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber okay. Und dann ebnen wir das Ganze wieder. Das wird der größte Produzentenhof dieser Erde. Vielleicht machen wir ein bisschen zweistufig, da muss ich noch ankommen. Wir müssen ja nur hier so ein bisschen ebnen. Ne? Das heißt ja noch lange nicht, dass wir es vernichten müssen. Aber wenigstens mehrere stufiges System hier bauen. So. So. Wie viel haben wir schon Mittel ausgegeben? Ah, 2 Millionen. So eine der modifiziertesten Gebiete dann wahrscheinlich, die es in diesem Spiel gibt. Wird die ganze Gegend jetzt einfach angepasst, umgebaut, umgemodelt. Wir brauchen Produktionsgebiete, Jungs. Um jeden Preis. Ich sehe da gerade was, was mir nicht taugt. Leute, wie sollen wir denn so Geld einnehmen, wenn ihr steht? Ich glaube, der da will gerade aus. Bedeutet, wir geben dir jetzt bitte. Nein! Beide Personenzüge! Beide Personen. Stimmt, ich habe. Oh, nee! Ich hätte jetzt einfach den freigeben. Oh, fuck. Kann ich den noch kopieren? Kann ich hier so auf. Warte mal, erstmal müssen die beide verkaufen jetzt. Kann ich einfach den da. Kopieren? Oh Gott, sei es gedacht. Oh, lol, das hätte ich. Hat der einen Fahrplan? Ja. Und der wird entfernt. Gut zu wissen, dass es so geht. Ich sehe schon den nächsten Stau passieren. Oh Gottes Willen. Okay, aber wir regen uns nicht auf. Nein, wir regen uns nicht. Nein. Wir regen uns nicht auf. Wir tun hier jetzt den Berg ein bisschen anpassen. Und ja, selbst so pingelig bin ich, dass der Berg einigermaßen ausschauen muss. Damit ich ihn abreißen kann. Denn selbst auf der Seite wird der komplette Berg weggerissen. Und dazu tun wir hier auch die erste Schiene weg, so, zack. So. Schaut doch schon ganz gut aus langsam.
tun wir hier den Rest auch noch anpassen. Nehmen wir mal jetzt hoch wiederum. Alter, was schau dir diese industrialisierte Fläche an. Oh Gott, jetzt steht der Zug hier und der Zug hier. Du willst gerade durch, sicher. Fahr los! Schnell! Yes, der fährt los. Perfekt. Jetzt läuft es wieder. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir hier die Anfahrt am besten gestalten. Immerhin soll hier die Produktionsstätte, ne? Alter, 3 Millionen nur noch. Wir brauchen hier dann einen Güterbahnhof in der längsten Version, die es gibt, in der größten Version, die es gibt. 250 mal wie viele Gleisen geht's denn? 8. Ich überlege, ob wir den entweder hier so platzieren oder wirklich einen Kopfbahnhof draus bauen. Ich habe bloß Angst beim Kopfbahnhof, dass wir dann wieder Stau kriegen. Beim anderen Bahnhof habe ich Angst, dass irgendwas schief läuft. Weil selbst dann müssen wir aufteilen zwischen den Gleisen. Und dann verladen wir von der Seite aus wiederum. Wir müssen ja wieder rausfahren, auch mit den Zügen. Das wird das Problem sein. Wir designen das jetzt so. Mein Plan ist, mit den mittleren zwei sich dann hier aufteilen zu können. Oder warte mal, wenn wir sagen, 4 von den Gleisen, fährt man nur von der einen Seite auf und von der anderen Seite ab und von der anderen Seite andersrum. Das ist eine geile Idee. Bedeutet, die 4 Gleise enden im selben Genre. Wir sagen jetzt mal, die fahren nur hier auf. Die fahren hier auf, fahren hier rum und fahren dann hier wieder ab. Bedeutet, die biegen entweder hier auf oder biegen da drauf. Oder die biegen am besten so ab und fahren dann so und so. Und die anderen fahren von hier drüben auf und fahren hier ab. Was sind das keine? Doch, sind 4 Gleise. Denken wir schon, hä? Irgendwas passt hier nicht. So. So. So machen wir hier. Ganz easy und flott. Alter, das ist ein massiver Bahnhof. Brutal. Okay, jetzt müssen wir halt nur noch hier öffnen. Also wenn wir sagen, wir fahren hier auf. Dann brauche ich hier die Tunnelgleise. Ich muss das hier freilegen jetzt. Das kostet alles massig Geld. Ne, das ist Wahnsinn. Das nächste Mal einfacher. Ich baue einfach gar keinen Tunnel von Anfang an. Also wie war das? Wir fahren hier auf, wir fahren hier ab.
So. Das wäre Aufwand. Und hier so. Bedeutet, hier fährt man nur ab. Nein, passt schon. Und hier fährt man nur auf. Das sollte ja hoffentlich klappen, ne? Also ich hoffe es auf jeden Fall mal. Wenn wir sagen, okay. Warum? Achso, weil... Weil jetzt ja wieder ein extra Abteil ist. Oh Gott. Genau so müssen wir das hier wieder rausnehmen. Zack, so. Da kommen jetzt wieder die Schwierigkeiten mit. Beziehungsweise wir tun hier die großen Dinge hin. So, und genauso wird das hier hinten sein. Wir brauchen wieder Ampeln. So, ich hoffe mal, dass das in Zukunft funktionieren wird. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Dann haben wir hier die verschiedensten Gleise zum Auffahren. Alter, ich sehe hier nur bunte Farben. Das ist brutal. Und dann können wir hier jetzt rein theoretisch, wie hoch sind denn die? Planieren wir hier nochmal. Wir planieren hier den ganzen Weg jetzt. So. Wir planieren so, dass das ordentlich ausschaut, ordentlich gemacht ausschaut. So, zack. Ey, wir schlagen, wenn wir die Ecke einfach wegplanieren, ne? Die Bahnhofsecke machen wir einfach flach. So schaut's aus. Besser. Und jetzt müssen wir einfach nur... Weil sonst kacke ausschaut hier. So. Kommt da Wasser nach? Ja, nein, vielleicht. Hab Angst. Komischer Druck. So. Hier läuft es nach dem quasi selben Prinzip. Bloß nicht die so lange Schiene. Diesmal gehen sie nur bis hier hin. Lass mich machen, komm. Hopp. Das wird das massivste Produktionsgebiet ever. Und das mache ich jetzt einfach auch nur, weil ich gerade Bock drauf habe, ne? Das ist nicht echt. Das wird eine logistische Herausforderung, ich sehe schon kommen. So. Komm.
Perfekt. Zack. Und zack. Das nächste Bahnhofsgebiet. Es steht schon wieder alles. Warum? Irgendwas ist... Warum? Da haben wir irgendein Problem. Sobald wir drauf fahren, sagt er rot. Das ist nicht gut. Vielleicht funktioniert so besser. Schauen wir mal, ob das so besser funktioniert. Ist jetzt echt eh ein Ampelwirrwarr. So. Aber das war zu erwarten, dass das ein Wirrwarr wird. Das ist die Seite, die auffällt, oder? Die muss hier und hier rauf. So. Schaut sehr bekloppt aus und ich glaube, das wird auch nicht so gut funktionieren, wie ich mir hoffe, aber sobald es ja alles besser funktioniert. Oh Gott. Das ist kein Wirrwarr, das ist ein richtiges Wirrwarr. In welche Richtung fährt denn der jetzt? LOL, der erste Zug beschließt anders zu fahren. What? Das war unerwartet. Wir müssen die Problemzonen so klein wie möglich halten. Ach schau, die ersten nehmen schon andere Fahrbahnen. Lustigerweise. Ja, er auch. Nee, war nur er fährt woanders hin, ne? Aber interessant, die finden das besser. Finde ich lustig. Der neue Bahnhof hat schon mal einen Sinn. Da scheint fertig schon der nächste. Die fahren durch den Geisterbahnhof durch. Hallo? Da fährt schon der nächste. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge werden wir hier anfangen, vielleicht die ersten Produktionsstätten auch zu bauen, Wissenschaftsgebäude, um in der Zukunft dann hier alles vorbereiten zu können. Und warum fahrt ihr dauernd durch? Das ist ein Bahnhof. Keine Transitstrecke. Aber gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.